Willkommen im neuen Wohnwagen. Ja, seid gegrüßt. Endlich konnten wir ihn abholen, unseren neuen Wohnwagen. Es ist ein Detlefs geworden, und zwar der Beduin 510, Baujahr 2004. Und er hat eine Gesamtlänge von 7 Meter, nicht? Was natürlich ganz schön groß ist, aber für drei Personen macht das echt Sinn. Wir schlafen im Elternbett, die Annika hier in der Sitzecke, das zeige ich euch dann nachher. Und wenn wir morgens aufstehen, brauchen wir nur noch das Bettzeug aufs Elternbett packen und da kann es vernünftig auslüften, nicht? Das hatten wir ja vorher nicht gehabt. Wir hatten ja das Problem, dass es im Herbst immer so ein bisschen klamm wurde und nach einer Woche Camping war eben alles ein bisschen feucht und klamm, ganzen Klamotten und alles, weil es hat nicht richtig ausgelüftet. Wir mussten ja immer die Sitzecke umbauen zum Bett und umgekehrt Bett zur Sitzecke, nicht? Ja, das entfällt jetzt endlich. Das war uns sehr, sehr wichtig, weil wir auch eigentlich mal so am Wochenende mit dem Wohnwagen wegfahren, mal so Freitag bis Sonntag, haben wir immer kleinere Touren gemacht und das, wie gesagt, das entfällt jetzt alles und ich nehme mal an, dass wir jetzt eigentlich mehr Spaß haben, weil, wie gesagt, das Klamme, das war nachher unangenehm, nicht? Im Herbst, gell? Die Heizung hat das auch nicht mehr geschafft, das Wasser lief schon die Wände runter, nein, die Fenster runter, wollte ich sagen, Entschuldigung. Und ja, das ist eben alles viel schöner hier jetzt. Die Fahrt, um den Wohnwagen zu holen, war sehr turbulent, nicht? Wir hatten durchwachsenes Wetter, wir hatten immer Nebel und dann mal wieder war der Himmel blau und das wechselte immer so und der Tag war nicht so günstig. Die letzten 80 Kilometer hat es nämlich nur noch geregnet, ja. Und am Zielort angekommen, mit dem Händler dann alles erklären lassen und so weiter. Alles im strömenden Regen, also der Wohnwagen stand in der Halle trocken, aber sind wir wieder im strömenden Regen zurück und vor uns war ein LKW umgekippt. Gut, da war die Straße nicht gesperrt, aber 200 Meter weiter sind zwei Autos da und dann standen wir da auch eine Dreiviertelstunde, also war grausam, nicht? Es war, die Rückfahrt war nicht so schön und naja, nach 960 Kilometer so waren wir dann abends mal wieder daheim, nach, ich glaube, 11 Stunden Fahrt insgesamt haben wir gehabt, hin und zurück. Ja, fix und fertig. Aber jetzt sind wir froh, dass wir es geschafft haben, nicht? Und jetzt gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Nicht wundern, wenn das Bild ein kleines bisschen wackelt, nicht? Ich filme jetzt aus der Hand und nicht vom Stativ. Für Stativ ist hier eigentlich nicht so viel Platz, ja? So, hier haben wir unsere Sitzecke, nicht? Die, welche ziemlich groß ist. Ich weiß nicht, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Mann ganz locker können da sitzen, nicht? Ja, ich habe hinten mal das Fenster zugemacht, das da, weil sonst haben wir Gegenlicht und das ist fürs Filmen und so eben sehr, sehr ungeeignet, nicht? Hier haben wir eben so Kirschholz, helles Kirschholz. Das war mir sehr wichtig. Diesen Wohnwagen gab es nur zweimal. Unter anderem in Bayern und da war das Holz eben heller, ja, und das war immer wichtig, dass das Holz dunkel ist und es einen schönen Kontrast gibt, nicht? Wenn man so sieht, die Sitzpolster, es ist alles nicht abgesessen oder irgendwas, es ist alles sehr gut erhalten, auch hier so Griffspuren, ja, wenn man hier mal ranzoomt, ja, das dauert ein bisschen, die Kamera ist eingestellt, hier ist nichts, gell? Also ist nichts abgegrabbelt oder irgendwas, es ist alles richtig geil erhalten, gell? Hier sind Staufächer ohne Ende, ja. Wenn man mal reinguckt, sieht man, dass wir gerade dabei sind, die Staufächer auszulegen mit Anti-Rutschmatten, ja. Wir haben hier einen Anti-Rutschmatten gekauft, ja, so eine Rolle 1,50 m x 30 cm für 1 Euro. Da haben wir uns, ich weiß nicht, 8 Rollen gekauft und wir sind dabei, das gerade alles auszulegen, damit die Sachen eben auch da bleiben, wo sie hingehören. Wir haben hier, ich weiß nicht, ob ich ins Licht filme, ist ein bisschen doof. Hier haben wir das Hecki 2 Deluxe, haben wir hier oben, gell? Wie gesagt, ich sage ja, Lichtfilm ist doof, gell? Wenn man die Kamera mal so, hier sind Spots drin, 4 Stück, ja, Halogen. Insgesamt sind hier 300 Watt verbaut an Halogen, was natürlich absolute Stromfresser sind und das geht gar nicht. Aber ich drehe da mal ein Video, wie ich die alle umrüste. Ja, alle Fenster, die wir haben, natürlich ganz normal zu kippen. Alle haben Verdunklungsrolle und alle haben Moskitonetze, nicht? Was natürlich Sinn macht. Ja, gehen wir mal weiter zur Küche. Ja, hier kann man sagen, eben Staufächer ohne Ende.
Ja, hier hinten haben wir einen Rollladenschrank, den kann man dann zumachen. Da kann man zum Beispiel einen Fernseher reinstecken, wenn man möchte. Und hier sind Rollladen und Papierhalter. Nicht trüben lassen. Das sieht ein bisschen wüst aus, weil wir sind hier am Schrauben nachziehen, umrüsten und so weiter. Ja, Kühlschrank, Herd, alles da. Gucken wir mal. Ganz normal drei Flammen und großes Waschbecken. Das ist absolut geil. Hier ist ein Mülleimer drin. Ja, wenn man Tischabfälle hat, kann man das dann hier reinmachen, was natürlich auch Sinn macht. Und hier haben wir halt, zack, so mache ich das mal, noch ein Rodo. Ja, kann man hinten kann man zumachen. Ja, dann sieht man das Elternschlafzimmer nicht mehr. Keine Ahnung, ob das toll ist, ob es Sinn macht, weiß ich nicht. Es ist halt zu. Und hier oben haben wir einen Schrank, den kann man komplett von beiden Seiten zumachen. Ja, von dieser Seite, von der anderen Seite. Stauraum ist hier ohne Ende. Ach ja, hier haben wir noch eine Spezialtaste. Taste, ja, ne? Bester Papa, ja, ja, sehr schön. Ganz normal drei Flammenherd und eben Schublade. Hier haben wir noch eine riesige, naja, einen riesigen Schrank, sage ich mal, mit Töpfen und alles drin. Großer Kühlschrank, der ist größer als den wir vorher hatten und nämlich doppelt so groß. Ja, ein Riesenteil ist das. Absolut klasse. Endlich kriegen wir mal ein bisschen mehr unter. Zack, die Lüftung nicht vergessen, immer die Lüftung reinmachen. So, hier haben wir Apothekerschrank, nennt man das, glaube ich, gell? Mit Auszügen. Sehr großzügig gehalten, sehr groß. Alles, ja. Da kommen wir zur Technik, kommen wir später. Technik ist ein anderes Video. Ja, das ist jetzt erstmal Vorstellung. Da ist nämlich noch der Wassertank drin, die große Tuma-Therme und. Ja, ich schwenke mal rüber zum Schlafzimmer. Ja, hier haben wir ein französisches Bett. Standardmaße 2 Meter mal 1,40 Meter. Hier vorne ist abgerundet, damit man hier gut durchkommt. Ja, zum WC. Das Bett lässt sich komplett ganz leicht hochklappen und es ist ein riesiger Stauraum drunter. Da oben haben wir wieder mal die Ablagen ohne Ende. Ich habe keine Ahnung, was man da alles rein machen soll. So viel. Hier sind Ablagen noch. Gell? So, kommen wir mal weiter zur Dusche. So, hier haben wir eine richtige Dusche drin. Momentan steht hier der Bezug drin für Annikas Bett, was auf den Tisch kommt, damit man schlafen kann. Wir haben hier also eine richtige Dusche mit richtigen Türen. Die ist fast so groß wie unsere Dusche zu Hause. Ja, leider ist das Ding hier abgebrochen. Das heißt, Ersatzteilbestellung. Wie gesagt, eine richtige Dusche, einen richtigen Spiegel, einen richtigen großen. Es gibt auch keine unrichtigen, gell? Hier ist auch nochmal Spiegel. Viele Staumöglichkeiten hier oben. Wie gesagt, es ist so viel. Ich habe keine Ahnung, was wir alles reinmachen soll. Das Geile hier im Spiegel ist, zack. Ja, jetzt haben wir mal richtig Licht hier drin. Jetzt sieht man das alles mal. Wir haben eine Toilette, die man drehen kann. Ja? Man stößt sich also nicht wie vorher die Knie. Ja, man kann auch mal reingucken. So sieht eine Toilette von innen aus, ganz toll. So, so, Geile ist diesmal Warmwasser. Ja, das ist die Technik. Da kommen wir, wie gesagt, später zu. Ja, man kann hier richtig duschen. Man hat 8 Liter, man hat hier 10 Liter zur Verfügung, warm Wasser. Die Therme schafft 1500 Watt. Ich habe keine Ahnung, wie lange das reicht und wie schnell das wieder geht aufzuwärmen. Aber das sehen wir ja dann. Mir war eben wichtig, hier kann man zum Beispiel noch Sachen aufhängen. Die Dusche war mir sehr wichtig, die wollte ich unbedingt haben, denn wenn man im Herbst nasse Klamotten hat, was ja Standard ist im Herbst, kann man die sehr schön hier zum Trocknen aufhängen. Hier unten ist noch ein Umluftgebläse, das heißt, man kann hier die Tür auch zumachen. Die ist momentan oben verriegelt, zuziehen, ja, die Toilette. Und dann kann das alles rausziehen, die Kälte, die Feuchtigkeit. Hier kann man auch noch den Bereich abtrennen, dann ist das hier auch zu. Und hier haben wir halt einen riesigen Wandschrank, ja, wie ein Wandschrank so ist. Da ist die VZ-Leuchte, ist riesengroß hier. Zack. Da haben wir die Tuma-Heizung mit Umluft. Ja, das ist das, der Umluftschalter. Und dieser Schalter war früher mal, den gibt es nicht mehr. Und zwar haben wir eine Gastherme. Und hier konnte man eben den Heizstab einstellen von einer Therme,
Elektrotherme. Ja, und das gab es wohl auch kombiniert, so wie ich informiert bin. Und das ist verboten worden, was ja auch Sinn macht. Ja, wir haben jetzt nur Gas. Ich habe nachgeguckt, man kann halt nur Gas anmachen. Ja, aber das ist ja nicht schlimm. Hier haben wir noch einen großen Schrank. Fächer ohne Ende. Und die Außentür, Mülleimer und Fliegengitter. Ja, das ist unser neuer Gebrauchter. Wir sind sehr zufrieden. Wir haben zwei große Außenklappen noch draußen, wo dann unsere Stühle und Tische und alles drin sind. Und ja, so wie beim letzten Wohnwagen, Vorzelt machen wir nicht mehr. Das war mir jetzt definitiv zu heiß unterm Vorzelt, was sowieso nur im Sommer aufgebaut wird, damit es wieder trocken reinkommt. Wir werden uns eine große Markise kaufen und da hat sich die Sache erledigt. Dann ist alles schön fluffig. Jetzt haben wir ein Sonnensegel, das haben wir letzte Woche mal ausgebaut, ein ganz kleines. Das ist, damit wir trocken hier in den Eingang reinkommen und dass man auch mal im Herbst die Schuhe draußen stehen lassen kann. Ja, macht auch Sinn, nicht? Denn wer will denn immer nass hier drin haben, gell? So, das war das erste Video. Wohnwagenvorstellung. Und das nächste geht dann ein wenig um Technik. Und das zeige ich euch dann mit Umrüstung. Und dann sprechen wir hier ein bisschen über die Technik im Wohnwagen, gell? Macht's gut. Bis dahin, euer Jan, gell? Auf diesem Kanal. Und tschüss.